Hallo verehrte Batman-Fans und Kunden von Rocksteady Studio, Entertainment, wie auch immer. Hier ist der Dietschan Zockt und bei mir habe ich den... Eike, die pure Inkarnation des Wortes Hass. Hallo Hass. Ja, weswegen bist du im Hass-Modus? Wegen Rocksteady und der PC-Version von Arkham Knight, was ja unglaublich gehypt war. Wisst ihr was, ich lächle vor Wut. Das kann doch nicht wahr sein. Was sind das für Nichtskönner? Was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, Verwut, wie geht. Ja. Wie geht das? Die haben die. Ihr müsst es euch vorstellen. Dechan hat vorhin das Spiel gestartet. Hat es angefangen. Ja. Du musst jetzt nicht mal so lachen. Er hat es gestartet. Testprogramm. Also Programm. Die Test. Ja, die Option teste dein System, ob Batman funktioniert. Ja. Und was passiert? Man landet wieder auf dem Desktop und bekommt die Anzeige. Schon, hör auf zu lachen. Hör jetzt auf. Ja. Lass nicht so acten, okay? Ja, Entschuldigung. Ich bin nur gerade ein bisschen aufgeregt. Man landet eben wieder auf dem Desktop mit der Hinweis, ja, ihr RAM-Speicher ist quasi nicht ausreichend oder beziehungsweise voll. Beenden Sie folgendes Programm, um Speicherverlust zu vermeiden. Arkham Knight. Okay. Es crasht einfach. Das war das Systemtest. Das war nur die Option. Das Spiel kommt jetzt noch. Das war ein Performance-Test. Ja. Was war dann im Spiel? Was hast du gemacht? Ich glaube, spoilern können wir soweit den Anfang. Es war nur das Intro, was man auch als der Teaser-Trailer bei der E3 letztens gezeigt hatte. Ja. Interaktiv konnte man Joker anzünden. Ja, zünde den Ofen an, zick, 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 ja, drücke immer ab, zick, 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 und dann irgendwann fängt er dann Feuer und dann, I got you under my skin. Tja, und dann kommt eben diese Dinner-Szene, wo man aus der Ego-Perspektive so à la Heavy Rain diesen Polizisten spielt. Und dann geht eben diese ganze Scheiße-Geschichte los. Und was war dann, Dechan? Dann war die Szene eben vorbei. Hab mich da vorne noch umgeschaut. Oh ja, Grafik, ja, okay, man kann sich die Sachen im Detail ansehen, aber es ist eben dieser Verschwumm-Effekt drüber bei einigen Sachen. Du musst dir Sachen mehrmals angucken teilweise, um was zu erkennen, was da liest. Und dann so, ja, weil die Einstellungen auf niedrig waren. Ja, und dann, ja, okay, kann man gerade noch so lesen. Oh, Hintergrundinformation, oh, was läuft denn? Und was ist dann passiert? Und dann, als die Sequenz zu Ende war, wo alle Leute da ausflippen aus der Perspektive des Polizisten, kommt Vicky Vale, heute ist einfach passiert. Du musst dich so ausufern. Reduzier's auf das Einfache. Dann sagt sie, fängt den Quatsch quasi an und dann wieder, zack, Desktop. Hör jetzt! Und dann? RAM-Speicher ist voll. Ihr RAM-Speicher ist nicht ausgelöst. Beenden Sie folgendes Programm. Arkham Knight. Okay, abbrechen. Okay, abbrechen? Nein, abbrechen? Okay, oder abbrechen? Und wie groß ist mein Speicher, Eike? 8 GB. Vollkommen ausreichend. So viel hat nicht mal so viel. So viel haben auch die neuen Generationskonsolen. Pff. Ich kann dir mal hier zeigen, meine Anzeigen, damit du es nochmal sehen kannst. Nee, ich weiß das. Ich hab's ja gesehen. Ja, wir haben Ich hab den PC ja mit dir gebaut. Also, ja, quasi zusammengestellt. Ihr müsst ihr euch mal vorstellen. Was denn das für eine Scheiße? Was soll das? Und es ist nicht ein DDR1 RAM oder sowas, falls ihr das seht. Es ist schon 3. Ist doch egal. Es geht darum, dass das Spiel einfach scheiße läuft. Es läuft nicht. Wie lange hatten die Zeit? 2 Jahre? Wie lange hatten die für die PC-Version Zeit? 6 Wochen? Ein paar Wochen angeblich. Outsourcing, Maike. Outsourcing. Das ist das große Ding. Das ist der neue heiße Scheiße in der Spielebranche. Hat ja bei Gothic 3 und den Add-ons funktioniert. Was war? Gothic 3 war wieder halbwegs bugfrei. Was macht das Add-on? Haut die Bugs wieder rein. Kann man eigentlich mal nachvollziehen, welche Firma die ganze PC-Port-Geschichte gemacht hat? Ja, natürlich. Das kann man schon nachvollziehen. Welche? Das waren dieselben, die Arkham Origins verkackt haben. Ach so, ja. Ich hab's dann nur angefangen, testweise für ein Let's Play. Und hab mir letztens anhören müssen von jemandem, den ich mal gefragt habe, hey, wie findest du eigentlich Origins? Und er sagte, ja, finde ich nicht gut. Technik nicht so gut, Story scheiße. Und sie haben zu viel verändert, bla bla bla. Und nur wegen zeitmäßig habe ich ja eben Arkham Knight jetzt vorgezogen, ne? Weißt ja. Wolltest du vorziehen? Es ist ja auch egal, weil Origins ist doch eben Prequel zu Arkham Asylum. Arkham Asylum. Ja. Also, und dann gibt es noch den Film.
Assault on Arkham, der eine Nachgeschichte von Arkham Origins ist und die Vorgeschichte zu Arkham City. Asylum, Entschuldigung. Ja, der euch relativ gut ist, bis auf das Finale, wo so plötzlich irgendwie alle Batman-Bösewichte mal kurz in 30 Sekunden da auftauchen lassen. Das ein bisschen komisch ist. Ja, und, sie mussten ja... Harley Quinn hat Sex, das ist auch mal was Nettes. Ja, mit Slate, Deadshot. Ja. Teen Titans. Als Deadshot noch weiß war. Jo. Ja, sie haben erst Nick Fury mit ihnen gemacht. Weil Batman ist Ben Affleck. Ben Affleck? Ja, er hat ein Cameo in Suicide Squad, glaube ich. Wie war das nochmal? Immer dieser Affleck. Immer dieser Affleck. Aber angeblich soll er sich jetzt, nicht mehr schauspielerisch, aber von seinem Regisseur soll ja sein Film ja auch gut gewesen sein. Also irgendwas von wegen, was war das, Oscar? Agro oder wie der hieß? Ich glaube schon. Wie wird Batman vs. Superman, um das mal ganz kurz nebenbei abzuhandeln? Der wird wahrscheinlich wie Man of Steel, nur halt mit nein, Batman. Der wird... Jesse Eisenberg haben sie ja ein Interview mit ihm gemacht. Das kann man auch bei, wie heißt das der Verein da auf YouTube, der Nerd-Dings, Makima oder was? Machinima. Oder keine Ahnung. Da haben sie mal ein Interview-Ausschnitt gezeigt und der hat irgendwas erzählt, so, es ist düster, aber es ist auch anders. Es ist irgendwie so, aber auch nicht das. Irgendwie was ganz Wirres hat er gesagt. Aber Jesse Eisenberg soll ja eh ein sehr merkwürdiger Mensch sein. Ungefähr so vorstellbar wie eine Welt ohne Anwälte. Ja. Er war ja auch der Facebook-Typ, ne? Ist ja egal. Leute, zurück zu Arkham Knight. Dechan... 20 Tage hat sie Zeit. Ihr müsst euch vorstellen, Dechan war jetzt die letzten 15 Minuten nur am Schreien. Der war nur am Schreien, der war lauter als Angry Joe. War ich das nicht? Ja. Ich war eher Fields Batman. Nein. Enttäuscht war ich. Nein, Angry Joe. Okay, dann war ich eben Angry Joe. Ja, wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, er hat es Montag den 20. irgendwas... Vollpreis! Er hat es zum Vollpreis vorbestellt. 59. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 60 Euro. Ja. Sei mal froh, dass ich nicht den Season Pass genommen habe für 80. 10% Rabatt in Steel Summer Sale. Ja, fickt euch, Rocksteady. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach seid ihr ein Scheißentwickler. Geldgierig ohne Ende, einfach nur im Fahrtwasser der Vorgänger schwimmen und den Leuten richtig fett das Geld aus der Tasche ziehen. Und was frage ich mich auch, wenn sie sich mehr auf die PS4 und die Xbox One-Version konzentriert haben und das PC-Version auch. Verstehe ich auch nicht. Weißt du warum? Da sind AMD-Bauteile in den Konsolen. Ja, vor allem sind doch die Konsolen praktisch schon PCs. Warum wir da groß noch was umbauen? Ja. Hä? Wir hätten es auch einfach übersetzen können, auch von Xbox One. Na gut, die Xbox One ist, glaube ich, die grafisch nicht schlechtere Konsole. Ich glaube, die PlayStation 4 ist die bessere, weil wenn ich jetzt die Vergleichsbilder ansehe von... Na, die müssen bei dem PC müssen sie die ganzen Texturen hochskalieren, weil da PCs haben ja mitunter 4K-Auflösung 2050 mal 1480 Bildschirme. Das sind ja schon Flachbildfernseher mitunter. Ja. Da muss man die Texturen hochskalieren. Und wisst ihr, der 30 FPS-Lock, was soll das? Soll das ein filmisches Niveau erreichen? Na, ist ja quasi. Ich hab letztens mal eine Fernsehserie in 60 FPS geguckt. Ich hab mal Just for the Lulz mir Navy CIS mit 60 FPS angeguckt. Alter Schwede, das ist was ganz anderes. Ach, dann ist es quasi so wie The Hobbit, oder wie? Das ist alles ganz schnell, oder wie? Ja, genau. Es ist viel flüssiger, fühlt sich ganz anders an. Echter Wahnsinn. Ja, also wie alles in 60 FPS. Alles ist in 60 FPS besser. Ja gut, bei The Hobbit hat sich so ein bisschen so ein Gewöhnungseffekt eingestellt, aber das war so ist ja auch bei 3D auch genauso. Da sieht man es irgendwie auch mal nicht mehr. Obwohl, nachkonvertiert Geschichten. Wir müssen weiter über Batman. Ultron. Wir müssen weiter Arkham Knight hassen. Nein, Jurassic World, das war der Scheiß. Ihr müsst euch das reinziehen. Ich meine, jetzt rede ich die ganze Zeit, weil Dave schon die ganze Zeit über Filme reden will. Ja. Ihr müsst euch das nur mal vorstellen. Er hat einen Download von 112 bis 120 Kilobits pro Sekunde. Das ist Scheiß-Internet. 280. Das ist auf gut. Naja, 250, 280, aber trotzdem. Es ist immer noch nicht im MB-Bereich. Ist doch egal. Ich will damit sagen, du musst dir mal... Nein, er hat 5 Tage den Scheiß gedownloadet. Und Steam hat zwischendurch auch nochmal den Download abgebrochen bei 27 Gigabyte. Ja, das heißt, er muss das ganze Spiel nochmal runterladen. Ja, was war es? Es war bei 30% und dann war es wieder bei 18.
Ja, es war bei 30%, dann war es wieder bei 0. Ja, und dann ist wieder hochgegangen. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Was ist das mit Leuten, die so scheiß Internet haben? 50 Gigabyte. Leute, das geht's noch? Sind das alles die Originaltexturen oder was ist da los? Anscheinend nicht. Nichts anderes würde eine so hohe Anzahl rechtfertigen. Das macht doch so Sinn. Das sind die großen Texturen, die passen nicht in den RAM, deswegen gestürzt haben. Die sind so riesig. That's what she said. Ja. Deswegen passt da auch ein 8 GB RAM nicht. Da muss mindestens 16 sein. Ja genau, 16 GB RAM. Wir haben's ja. Hashtag gönn dir. Und noch mal zwei GTX Nvidia Grafikkarten am besten noch dazu. Nee, zwei Titans. Genau, zwei Titans. Von Nvidia. Weil Nvidia ist ja die bevorzugte Marke. Müsst ihr euch mal reinziehen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das habe ich jetzt zum fünften Mal gesagt. Es ist der Wahnsinn. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Was soll denn das? It's mean to be played, Nvidia. Steht auch am Anfang schon da. Es ist exklusiv. Die haben ihren Vertrag mit Nvidia. Das würde sie ja nicht am Anfang gleich da stehen. Ja, selbstverständlich. Ja. Und deswegen sind auch diese Optionen im Menü natürlich ausgeschaltet für alle Radeon-Besitzer, in meinem Fall. Mhm. Ihr müsst wissen, Radeon hat natürlich nie viele Fans, weil alle wollen nur Performance, 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 wenig, wenig Strom. AMD hat immer das genaue Gegenteil. Wenig Leistung, viel Strom. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist? AMD kriegt man so gut wie nie kaputt. Die Dinger kannst du. Ich kann es euch ja kurz erzählen, Anekdote. Ja, Metal Gear Rising habe ich gespielt. Grafikkarte hat sich auf 120 Grad hochgeheizt, habe ich nicht mitbekommen. Das Spiel ist einfach Bluescreen auf Death. Computer kurz ausgelassen, abkühlen lassen, er läuft wieder. Er läuft auch jetzt. Also es ist jetzt der PC, den ich hier stehen habe. Die Grafikkarte hat sich auf 120 Grad hochgeheizt. Also, bei einer GTX, wenn die abgeraucht wäre und Bluescreen gekriegt hätte, wäre sie weg gewesen. Ja. Und vor allem, wenn man sich jetzt bedingt, steht mal vor zwei Titans. Wie viel verbraucht dann der PC? So viel wie ein Staubsauger? Der PC verbraucht dann so viel wie ein Gefrierschrank. Toll. Der braucht dann wahrscheinlich auch einen Gefrierschrank in sich drin. Jo. In gesichert. Er läuft ja sogar auf High-End-PCs nicht. Selbst aufs Gronks Ultra-PC läuft es nicht. Habe ich gerade nachgeguckt. Er spielt es ja auf Konsole. Ja. Was? Er spielt auf Konsole, nicht auf PC? Natürlich. Er spielt es auf Konsole. Deswegen hat er es natürlich am ersten Tag gehabt. Ja, natürlich. Ich denke mal, Gronk hat bestimmt auch so eine 100.000 Leitung und einen Höllen-PC, ne? Ja, natürlich. Der hat eine 100.000 Leitung. Da ist so ein 3 GB. Der kann die Videos wahrscheinlich ungerendert hochladen. Ja, gut, wir sind mit Gronk. Wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, obwohl. Wir haben es gut getroffen. Aber alle möglichen Let's Play getroffen können mit Adventure. Ja. Ja, Angry Joe, der hat ja auch ähnlich gutes Internet. Der sitzt ja direkt an der Serverfarm in Amerika. Ja, wir haben uns das Video nochmal angesehen. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht so. Es ist doch so scheiße. Wie kann man so einen Mist verzapfen? Ja. Ich möge übrigens Kong, falls ihr euch jetzt beschwert. Nein. Nö, ich finde ihn. Ich habe eine. PewDiePie hasse ich. Na gut, bei Gronkh habe ich meine persönliche Meinung zu Gronkh ist. Ihm fehlt ein bisschen das Verständnis, sagen wir mal so. Ich fand zum Beispiel sein Let's Play von Bioshock 2, weil er sich immer so aufgeregt hat, wenn die Tenbaum aufgetreten ist, ne? Du Maunfotze! Oh, wo ich dann gedacht habe, come down, es ist ein Spiel, die ist nicht echt, die Frau. Da hat er ein bisschen übertrieben, aber sonst ist er eigentlich ganz okay. Nur kurzes Verständnis für dich, Dijan, zu Bioshock 2. Die hat dich dazu gezwungen, dich umzubringen. Also Selbstmord zu begehen. Und dann warst du tot. Ungefähr 10 Jahre lang. Aber egal. Ihr müsst euch das... Zu Batman. Man freut sich auf ein Spiel. Man ist positiv extrem gehypt auf ein Spiel. Man will es Let's Playen, man will es sogar vorziehen, Vollpreis kaufen. Ey, was und denkst du, wie sind die Leute jetzt? Es ist nicht optimiert. Was denkst du, wie die Leute schreien, in Dreieck springen, die den Season Pass dazu gekauft haben? Oh, ich glaube, die sind angefressen wie sonst was. Aber na gut, du kannst dir das Geld ja zurückholen. Du kannst das Geld ja zurückbekommen. Das Problem ist, die 59,99 hast du dann auf deinem Steam-Konto und nicht bei PayPal. Ah, toll. Ja. Vor allem auch so eine schöne ungrunde Zahl. Mhm. Also musst du dir überlegen, ob du es zurückgeben willst oder lieber auf der Platte behalten möchtest. Oder warten, bis sie es ultimativ gepatcht haben? Im Herbst, also auf gut Deutsch. Oh. Also dann, Leute, wir sehen uns im September zu Arkham Knight. In der Zeit kannst du Arkham City Arkham und Arkham Origins durchspielen.
Und vielleicht irgendwas anderes anfangen, was weiß ich. No Death Run geht ja auch noch weiter. Was habe ich denn bei GOG gekauft zum Beispiel? Nein, die sind alle scheiße. Ach komm. Wolltest du nicht was mit Ankronox aufnehmen? Ach, du meinst Duke Nukem 3D mit HD-Texturen oder so? Koop. Koop? Achso, ich spiele, er guckt zu und gibt dafür sein Bestes. Ja. Da kann ich ja auch zugucken, da bin ich der bessere Kommentator. Oh ja, als das der Spiel kleine zum Emo. Beispiel, das zu viel zum Beispiel, weil ich mir, wäre interessant für ein Let's Play. Clive Bikers Undying. Oder Shadowman? Clive Baker heißt der vor allem. Baker, scheiße, deutsch, verdeutscht, scheiße. Ja, oder Shadowman. To the Moon klammer ich jetzt erstmal aus, weil dafür braucht man ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen und Sprache und so weiter. Da gibt's andere Let's Player, weibliche Let's Player, die es besser gespielt haben. Na okay, also. Fields Batman! Ich könnte kotzen, ich könnte kotzen. Outsourcing funktioniert. Nicht. Ja. Warum haben sie nicht einfach die PC-Version, PlayStation 4-Version genommen? Bei mir ist es persönlich Hass, weil ich mich auf das Let's Play von Dejan gefreut habe. Sei froh, du hast es nicht gekauft. Weil ihr müsst euch auch nochmal reinziehen. Er hat für diesen Trailer, den ihr da alle gedisliked habt und den ihr total scheiße fandet. Weil er ihn zu lang war. Ja, bäh. Das haben wir aber eine kurze Version gemacht. Ja, die kurze Version wurde ja auch gedisliked von. Wie viele Stunden habe ich daran gesessen, Eike? Du warst dabei. 20 Stunden hat er an dem Ding gesessen. Plus Script und ich habe auch. Der Witz ist, von den 20 Stunden. Von den 20 Stunden habe ich die ganze Zeit im TS mitgesessen und ihm auch die Sachen eingesprochen. Scarecrow zum Beispiel. Das ist eine Frickelarbeit, das ist vor allem mit diesen Lippensynchron-Scheiße und dass du es immer verschieben musst. Und dann guckst du es hin und dann ist es wieder ein Stück weiter rechts verschoben. Auf der Leiste. Ja, war bei der verkürzten Version ist es leider nicht mehr lippensynchron. Und dann sagt Sony Vegas, nein, ich kann nicht mehr, wie heißt das, Track leisten. Es geht nur bis 3. Kommt ja. Naja. Aber es ist ja ein Endeffekt doch was geworden. Ja. Wie viele Controller willst du noch zerbrechen? Ja. Wie lange willst du noch im Kreis rennen, bis du den Ausgang gefunden hast? Oh, jetzt hast du gespoilert. Du hast das Mysterium zerstört. Okay, also. Welches Mysterium? Egal. Gut. Welches Mysterium? Lass mich nicht dumm sterben. Der Arkham Knight ist. Hä? Nee, Quatsch. Hä? Scarecrow. Egal. Fuck, drauf geschissen. Nicht auf den Trailer, den könnt ihr ruhig euch ansehen, aber erstmal heißt das es. Das Arkham Knight Let's Play ist erstmal gecancelt, bis es funktioniert. Es ist auf Eis gelegt. Mr. Freeze hat es auf Eis gelegt. Du hast es ja noch nicht angefangen, von daher ist es gecancelt. Ja, gecancelt, ja. Bis Rocksteady ein, zwei, drei, vier Patches raushaut. Wahrscheinlich wieder so ein 4-Gigabyte-Scheiß. Wie viele negative Reviews gibt es jetzt schon auf Steam 2000? 6000. Oh, na toll. Leute, 6000 negative Reviews. Sie hatten zwei Jahre, das sind 720 Tage. Mehr braucht Call of Duty auch nicht, um scheiße zu werden. Die brauchen nur ein Jahr. Ja. Na gut, zwei oder so, ne? Fallout 4 ist schon seit 4 Jahren in der Entwicklung. Seit Skyrim raus ist Fallout 4 in der Entwicklung. Okay, gut, wir sollten diesen Rant jetzt beenden. Wir sind nicht schon bei 25 Sekunden, Minuten. Ist, glaube ich, kein Problem, oder? Dass das so lang ist. Ich glaube, da wird sich keiner beschweren. Und es sollte der krönende Abschluss der Arkham-Trilogie werden, angeblich. Quadrologie eigentlich. Quadrologie, stimmt. Prequel. Wobei ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das allerletzte Spiel mit Batman im Titel Game sein wird. Also bitte. Höchst unwahrscheinlich. Leute, stellt euch einfach einen Batman vor, der mit brennendem Cape eine dunkle Straßenschlucht hinunterstürzt. Das ist mit dem Videospiel passiert. Ruckelnd, in 30 Frames mit aufploppenden Texturen. Und einer Catwoman mit eckigen Brüsten. Minecraft-Porn. Cool, können wir jetzt auch in die Text packen. Okay, sehr also. Schön. Das war's dann. Tschüss. Ich bin Batman. Ich bin Scarecrow.